Hallo liebe Leute, das ist der Jonas, der ist heute ganz exklusiv aus der Lehrredaktion bei uns hier im Studio. Und ihr habt euch bezüglich des 3. Mai und des damit verbundenen Internationalen Tag der Pressefreiheit, der ja auch für uns angehende Journalisten wahnsinnige Bedeutung hat, ein paar Gedanken zu dem netten Herrn hinter uns gemacht und mit seinem Gedicht. Erzählt uns was darüber. Ja, also wir hatten das Böhmermann-Gedicht natürlich dann auch in unserer Redaktionssitzung als Thema und wir wollten auf jeden Fall was damit machen. Und die erste Idee war, das Ganze politisch korrekt umzuschreiben. Okay. Also genau das Böhmermann-Gedicht, so wie er es gesagt hat, dieselbe Wirkung, nur halt politisch korrekt. Hat nicht geklappt. Nein, also wir haben es kurz versucht, aber es ist dann doch schnell aufgefallen, dass einfach eine Beleidigung nicht politisch korrekt dargestellt werden kann. Und dann habt ihr euch überlegt, ihr wollt keine Version 2.0 machen, also mit neuen Beleidigungen, sondern... Ja, wir wollten einfach eine Antwort auf das Gedicht. Also wir wollten jetzt niemanden beleidigen, sondern wir wollen einfach unsere Meinung zu dem Gedicht von Böhmermann, zu der Situation von Böhmermann und der Pressefreiheit damit ja auch. Und wir wollten einfach darauf antworten. Ich denke mal, ihr habt viel darüber diskutiert, ne? Habt ihr keine Angst vor einer eigenen Klage wegen der Schmähkritik, die vielleicht aufkommt? Also gesprochen wurde da natürlich drüber, aber das Gedicht selber ist politisch korrekt jetzt. Also es ist keine Beleidigung drin, die verboten wäre. Und damit kann eigentlich gar keine Klage wirklich kommen. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir dem Jonas mal die letzten Worte und du stellst uns jetzt mal dein Gedicht vor. Ja. An den Medientyrann. Dies Gedicht handelt vom bösen Böhmermann, dem deutschen Medientyrann. So würde Herrscher Erdogan es sagen. Ihm platzt ja eh sehr schnell der Kragen. Dabei übt Jan doch bloß verständliche Kritik an Erdogans missratener Medienpolitik. Doch weil dieses Kontra dem Erdogan nicht passt, sehe er Jan Böhmermann sehr gern im Knast. Denn es macht den lieben Erdogan ziemlich an, wenn er freie Journalisten einfach so verklagen kann. Ich hoffe, deutsche Satire wird noch lange nicht verboten durch diesen türkischen Despot-Patrioten. An manchen Stellen war das Gedicht zwar etwas übertrieben, doch es gibt genug, die Böhmermann genau dafür lieben. Eigentlich war das Gedicht satirisch wohl bedacht. Trotzdem wird Jan nun von der Polizei bewacht. Dies alles passiert gerade unserem Jan, dem missverstandenen Böhmermann.